Da sind wir wieder. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, wir laufen ins Finale. Also. Da will ich aber nicht durch. Das ist ein gesperrtes Gebiet. Nee. Ich guck mal, ob ich einen anderen Weg finde. Ja. Das ist, das gefällt mir nicht mit dem gesperrten Bild hier. Haben Sie ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Möchten Sie davon erfahren? Ich erzähle Ihnen gerne davon. Haben Sie ein Problem? Ja. Dann hören wir doch mal zu. Ja. Also, mir gefällt das Wetter hier nicht. Ja. Ja, du siehst aus wie ein Fisch. Du scheinst damit kein Problem zu haben. Du magst ja das Wasser. Also. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn das hier vorbei ist. Ja. Ja. Es ist nicht mein Wetter und es ist nicht meine Stadt und was? Ja, okay, ich gehe weiter. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Das jetzt mal hier lang. Wir werden zu diesem Friedhof kommen, definitiv. Garten der Toten. So, jetzt sind wir hier. Bei der Uni. Wir gehen jetzt hier lang. Richtig? Ja, macht Sinn. Einmal rum um der Uni. Hier lang eigentlich, oder? Weil da laufen komische Menschen. Da ist der Friedhof, oder? Ja. Sehr schön. So sagt es die Prophezeiung, verewigt im Zwielicht des Sterbens. Okay, alles klar. So. Wow. So, wir müssen zu einem Grab, was aussieht wie mit drei Fingern. Ja, toll.
Oder wir nehmen einfach das hier. Und mein Holy, mein eiskaltes Holy steht auch schon bereit. Piranha. Boah, es schmeckt einfach so gut, ey. Ganz ehrlich, ich habe so viele Energy Drinks ausprobiert, ne? Ich hatte damals, wo ich noch meine Redaktion hatte, habe ich auch Holy schon getrunken. Habe ich schon die Probierpakete gekriegt, bevor Holy überhaupt rauskam. Und jetzt nach 3 oder 4 Jahren habe ich jetzt wieder angefangen, wirklich nur noch Holy zu trinken. Und es ist. Neuer Geschmack ist auch schon draußen. Apfel. Schmeckt mega geil, schmeckt wie saure Apfelringe. Nur nicht so sauer halt, aber boah, es schmeckt einfach nur gut. Ah, tolle Wurst. Dieser meisterhaft gefertigte. Aua. Dieser meisterhaft gefertigte Kopf sieht wie ein richtiger Schatz aus. Ich bin gleich tot. Ja. Scheiß Quellen, okay, ich muss ein bisschen abpassen hier. Oh, Scheiße. Soll ich da durchkommen? Scheiße, ja. Okay. Noch einen anderen Weg hier oder so? Okay. Okay, ich bin durch. Ich hoffe, das war's. Ich bin voll wahnsinnig. Okay, cool. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Oh nein, ich schon wieder so ein Vieh. Oh fuck. Okay, hoffentlich müssen wir jetzt nicht wieder durch diese heißen Quellen. Okay, müssen wir nicht. Aber wir haben halt kaum Leben wieder, ne? Das ist ja wieder natürlich, das ist ja wieder logisch. Habe ich den schon getriggert?
Ich weiß noch nicht mal, ob ich dieses Vieh irgendwie töten kann oder so. Der schüttelt immer so mit dem Kopf so, nein, hat mir nichts getan. Hat mir nichts getan. Oh fuck. Okay, ich bin weg. Oh, oh. Das ist jetzt richtig scheiße. Habe ich schon gesagt, ich bin froh, wenn ich durch bin mit dem Game. Ich kann mich auch nicht heilen hier, ne? Oder ich versuche mal ganz weit von eben aus dem Schatten raus. Heraus irgendwie. Oh. Okay, ich kann auch einfach an ihm vorbei. Gut. Puh. Joseph ist tot. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Erfülle du nun den deinen. Utz, Gezeichneter. Fragen Sie und sie wird antworten. Lassen Sie den Zyklus von vorn beginnen, wie Ihre Vorgänger. Sag mir, wie ich in den Tempel gelangen kann. Sie müssen ein heiliges Siegel finden, den Schlüssel zu den Monolithen. Sie und das Siegel sind vertraut. Es wird ihnen gehorchen. Meinst du dieses hier? Ja, ja. Das Schicksal meint es gut mit ihnen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Haben Sie den großen Stein im Zentrum der Stadt gesehen? Er ist das Tor zu Xibalba. Wie kann ich das Tor im Monolithen öffnen? Sie müssen nach einer Vertiefung suchen, die sich nach dem Siegel sehnt. Und das ist alles? Nein. Teile des Siegels fehlen. Sie brauchen drei Finger Kauils, die aus den drei Monolithen herausgewachsen sind und müssen sie mit dem Siegel vereinen. Ich benötige also drei Teile, eines von jedem Monolithen. Kannst du mir zumindest sagen, wo die Monolithen sind? Sie weiß es nicht. Aber in jedem Zyklus versammeln sich die Feueranbeter in der Nähe dieser besonderen Orte. Finden Sie sie. Sie kennen die Antwort. Was liegt unterhalb der Stadt verborgen? Erzähl mir mehr über die Ruinen. Es ist ein Tempel, ein Gefängnis, eine Wiege des alten Kauil. Eine dunkle Grube, aus der viele Stimmen ertönen. Sie wusste es nie genau, aber sie kennt den Namen. Kathigonar. Woher weißt du das? Sie fragte die Toten. Die Toten, die vor ihr kamen. Diese hatten auch einst die Toten vor ihnen gefragt. Und nun fragen sie sie. Das ist der Zyklus. Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten, der aus den Tiefen emporsteigt? Was erwartet mich dort unten überhaupt? Das werden Sie herausfinden, sobald die Zeit reif ist. Der Gezeichnete zu Ihrer Zeit stieg hinab in die Tiefe und Kathigonar schlief. Folgen Sie seinem Pfad und tun Sie es ihm gleich. Und kam er zurück? Nein. Oh Gott. Du sagtest, dass es vor mir andere gab. Wer waren sie? Gezeichnete Männer, Frauen und Dinge, die ihnen vorangingen. Dieser Ort ist alt und doch existiert er noch. Warum nennst du mich Gezeichneter? Der alte Kauil hat sie berührt. Sie sehen mehr, spüren mehr und sind in ihrem Inneren mehr. Ich muss also nur die Feueranbeter und damit die drei Finger Kauils finden, um das Siegel zu vervollständigen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sie wünscht Ihnen die Weisheit, die Wahl zu treffen, die getroffen werden muss. Bitte gehen Sie jetzt. Sie muss sich ausruhen.
Leb wohl. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich hoffe, du kannst deinem neuen Leben etwas abgewinnen. Oh, sie wird es genießen. Aber dafür muss sie erst einmal ihr Aussehen ändern. Mhm. Das lassen wir jetzt aber ganz schön. Das lassen wir jetzt aber sein, ne? Kann ich hier noch irgendwas? Ich würde gerne ein Foto davon machen. Das gibt doch. Das, ich kann doch bestimmt ein Foto hiervon machen, oder? Ich werde immer weirder, Alter. Presse! Hallo! Presse! Ich muss durch! Hallo! Hallo! Presse! Ich hab Presseausweis! Einmal Fotos machen hier! Ja! Ja! Es gab schon mal irgendwie so einen Hinweis, so, da haben sie aber tolles Fotografie, so. Ich hab da 5000 Euro von der Bild. Aber ich kann hier auf jeden Fall gut was mitnehmen. Wahrscheinlich, wenn ich gesagt hätte, ich kann sie nicht am Leben lassen, hätte ich wahrscheinlich gegen die kämpfen müssen oder so. Okay, wir werden jetzt aber erstmal wieder Sachen herstellen. Ja, okay. So, nein. Oh, ja. Ah, toll. Das ist wieder super gut gelaufen hier. Wir machen das einmal heile. Oh, jetzt hätte ich fast angegriffen. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück, oder? Würde ich sagen. Wenn wir mal wieder in die Stadt müssen. Ich sag ja, ich finde das Spiel recht cool, aber ich bin wirklich, ich bin seelisch echt kaputt. So, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Bötchen. Und, Palmmappe. Ne, wir machen jetzt einfach Gedankenspiele. Ich bin der Träger der Saat. Okay, na gut, ne, Informationen habe ich nicht. So, ja, aber alles, was ich brauche, das Siegel, das Wissen darüber, wie man den Titel könnte, ne? Ich fürchte, es gibt kein Zurück mehr. Daher sollte ich jetzt noch alles erledigen, was ich für richtig halte. Danach sollte ich zurück auf mein Zimmer in Devil's Reef Hotel. Also, okay, wir müssen also nach Hause. Also nicht nach Hause, aber halt zurück. Meint ihr den Stein? Nee, der ist in der Mitte, ist der, hat die gesagt, ne? Im Zentrum. Oh scheiße, ich glaube, ich weiß, aber das ist ein gesperrtes Gebiet, Leute. Hier müsste irgendwo der Schnellreisepunkt sein.
Irgendwo ist gut, ne? Jesus. Ob ich da gerade der Unika da ist. Ah, hier ist diese Ampel. Was hier lang. Aber ich glaube, wir gehen dem Ende hinzu, oder? Kann das sein? So, jetzt müssen wir mal überschauen. Müsste das hier irgendwo sein? Hier. Okay. Ab nach Hause. Wo war das? Hier. Ja! Oh, warum? Ach komm, echt jetzt? Oh, scheiße. Alter, wir sind in The Shining drin, ey. Der Film ist war übrigens echt mies. Hier kommt Charlie. Pardon, nee, Jackie, Entschuldigung. Ich liebe Stephen King Bücher. Ne, aber das letzte gute Buch, was ich von Stephen King gelesen habe, war Das Institut. Mega gut. Ich habe es mir nachher nochmal als Hörbuch angehört. Und es ist einfach ein mega gutes Buch. Also kann ich wirklich empfehlen. Aber bitte Leute, ich sage euch, erst ab 18. Also das ist heftig. Ich liebe Stephen King. Ich finde Stephen King total geil. Ich behalte sie im Auge, Neuankömmling. Kann ich mich jetzt hier hinlegen, oder? Alter der Menschheit. Okay. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Achso, das ist meine Marke. Habe ich irgendwas Neues zum Anziehen oder so? Gangster. Königsrobe, Mantel. Witz, das wäre halt echt mega gut, ne? Seuchenarzt. Fahre im Nebenfall Feldstudien, alles über Wildbeester. Ach komm! Ja, aber. Also, wäre ich gern. Mystischen Bücher freigeschaltet mit DLC. Okay, das haben wir nicht. Aber das wäre schon echt genial. So, wir sind ein Gangster. Wir ziehen uns jetzt um. So. Wir machen Gedankenspiele. So, ich bin der Träger der Saat. So, ich könnte überleben. Die Prophezeiung spricht nicht davon, dass ich sterbe, wenn... Vielleicht habe ich eine Chance. Okay. Fallmappe.
So, Zeitalter der Menschheit noch nicht angebrochen. Viele werden dann seine Töchter des Schiffes. Derjenige, den es. Okay, wir müssen auf dem Weg ebnen. Vielen Dank. Ich sollte zurück auf mein Zimmer, um mich ausruhen. Ja, das haben wir ja gemacht, aber ich kann mich ja hier nicht ausruhen. Diese komischen Malereien sind auch weg, ne? Hat der hier mal renoviert? Okay, dann gehen wir wieder raus. So, und jetzt muss ich... Ich habe keine Ahnung, wo muss ich hin? Palmoppe. Da sollte ich jetzt... Warte mal. Schnell, ich fürchte, es gibt dann kein Zurück mehr. Daher sollte ich jetzt noch alles erledigen, was ich für richtig halte. So. Gut, haben wir ja gemacht. Also, ich habe keine Lust, das noch irgendwie Nebenmission zu machen, sondern also. Ah, hier kann ich noch was mitnehmen. Und ich denke mal, weil wir haben ja praktisch jetzt diese. Ah, warte mal, zahlreiche Fälle tödlicher, da. Haben wir hier Politiker hingerichtet. Der Mörder des berühmten Mystikers Johannes van der Berg wurde gefasst. Zur großen Überraschung aller handelt es sich um den Täter, bekannten Politiker von Auckland. Auckland hat eine weitere Geistesgröße verloren. Wissenschaftler tot aufgefunden. Wissenschaftler erscheint Professor Sion Flucht die Universität aus. Irgendwie tragischer Tod der vielversprechenden Wissenschaftler. Okay. Harriet Dove tot. Kappender Erbe tot aufgefunden. Oh, ich glaube, jetzt habe ich alles erledigt. Was denn jetzt? Oh Gott. Treten jetzt alle, die ich praktisch getötet habe, wieder vor mir auf, oder was? Oder nein, er hat ja seinen Sohn nur verschluckt. Er hat ihn ja. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir es eigentlich gehabt haben. Das ist gut. Ich behalte sie im Auge. Ja, komm, ich bin schon mindestens 3 Monate hier und ich bin immer noch neu angekommen. So, Gedankenspieler. Die Tochter. Tochter des Schläfers ist gefangen. Das Öffnen der Türe würde wohl das Ende der Menschheit bedeuten. Ja, Ende der Menschheit! Ende der Menschheit hört sich gut an. So, so. Stellen wir mal im Zentrum des Bezirks Advent. Hier. Die Kirche. Es ist die Kirche. Es ist die Kirche. So, das heißt, wir müssen uns dahin machen.
Und ich habe so langsam das Gefühl, jetzt gehen wir wirklich aufs Finale zu, oder? Oder wir können uns auch dahin porten. Das ist natürlich auch kein Problem. Ja. So. Der bärtige Mann mit der Brille, der auf dem Mini-Bildschirm, auf dem anderen Bildschirm läuft, der nickt auch schon mal mit dem Kopf, ja. So, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und ja, haut da rein, ne? Tschüssikowski und bleibt anständig. Ist gesund auf jeden Fall, anständig zu bleiben. Ich hab da keinen Erfolg. Anständig.